Ja, krass, 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 krass. Ich sehe schon, guck mal, er sitzt sogar schon drauf. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal. Freunde, heute kommt ein Build-Battle, aber es ist kein gewöhnliches Build-Battle, sondern es ist ein Speed-Build-Battle. Das heißt, ich habe erst DKs Sicht eingeblendet. Ne, erst meine Sicht eingeblendet. In Zeitraffer, aber beschleunigt natürlich, also in beschleunigter Zeit. Und da habe ich Musik drunter gelegt. Und dann kommt DKs gebautes oder sein Build-Battle, aber auch beschleunigt, mit Musik drunter gelegt natürlich. Das Ganze haben wir gemacht, weil der gewisse Herr DK, der jetzt auch gerade hier mit mir im Discord ist, vergessen hat, sein Mikrofon anzuschalten. DK? Moin, Servus. Moin, moin, Servus. Ja, genau, DK. Aber Freunde, wir haben uns gedacht, wir werden aber trotzdem jetzt am Ende des Videos nochmal eine Reaction drauf machen. Das heißt, DK kann jetzt nochmal gleich kommentieren, wie er meinen auswandelt, und ich kann kommentieren, wie ich seinen auswandle. Finden wir eigentlich noch witzig. Klar, es ist, also wir kennen die Häuser jetzt schon, aber das Video ist jetzt auch, glaube ich, schon ein paar Tage her, deswegen kämpfe ich es vielleicht auch nicht mehr so ganz. So, ich würde sagen, DK, bist du bereit? Ich würde nur sagen, dass es, also normalerweise hat ja Claudio nie eine Chance gegen mich beim Bildbattle, aber das ist so das Stärkste, was Claudio je gemacht hat. Also das war Ja. wirklich nicht schlecht. Danke, Freunde. Ich würde sagen, jetzt erstmal, ihr seht jetzt erstmal das Build-Battle. Viel Spaß damit.
Thank you.
So, Freunde, das war das Bildbattle und jetzt kommen wir tatsächlich zum Haus. So, DK, wir gehen jetzt ins Haus. Du siehst das schon, ne? Mhm. Und... Ach, nee, stopp. Warte mal, stopp. Ich muss mal... Ja, nee, ich hab noch meinen Zombie-Wolf gerade platziert. Hat man gesehen? Okay. Jetzt, ich glaube, jetzt kommst du gleich zu mir. Okay. Jetzt geh hoch. Ach, stimmt, ich hab mich ja unten versteckt, aber ich glaube, man sieht trotzdem, wie deine Sicht ist. Und DK, wie findest... Warte, okay, jetzt. Wie findest du mein Bild, Battle? Also, wie findest du mein Haus? Also, ich find's gut. Ich find's gut, dass du die Blätter benutzt hast. Ja. Hast du auch mal diese Kleinigkeiten, die hast du gut von mir abgeguckt. Ja, stimmt. Hab ich abgeguckt. Ich hab ja gesagt, du musst versuchen, das durcheinander zu machen. Hast du gemacht, Totenköpfe überall. Ja. Dann überall die Blätter. Weil du hast ja Thema Zombie gehabt. Genau, richtig. Und wie findest du das mit dem Zombie-Wolf als so kleinen Easter Egg? Das war auch sehr gut, ja. Cool, oder? Ja, mhm. ich hab mir halt dabei gedacht, so, ey, guck mal, ich mach das alles in grün, aber hab jetzt nicht alles nur grün und wie beim letzten Mal gemacht, also nur eine Farbe oder so, sondern ich habe auch mit der coolen Tapete gespielt und ich glaube, wir haben die Tapete sogar selber auch benutzt, ne? Plus Zombie, du siehst ja Grabstein, plus ich habe das noch mit einem coolen Spinnbett verbunden oder verknüpft, das fand ich ganz cool, das sieht ganz cool aus und ja, findest du aber auch ganz schick, oder? Ich find's ganz schick. Ich habe auch grüne Pilze genommen tatsächlich und auch so einen grünen Sumpf tatsächlich. Also, das ist alles gut, weil Zombies sind ja verfault. Und ja. Du hast so und grün spricht für verfault. Ja. Und du hast halt verfaulte Pilze, verfaulte Grütze oder was ist das? Das ist alles sehr gut. Ja, danke. Ja, DK, aber ich glaube, hier gehen wir auch tatsächlich schon zu deinem, jetzt gehen wir jetzt zu deinem Haus. Ich bin jetzt gespannt, wie dein Haus nochmal war, aber ich glaube, ich weiß, welches Haus das nochmal war. Junge, warum teleportierst du dich zu mir? Man merkt, DK ist verwirrt. Das ist so auszusehen. So, DK, wir kommen jetzt tatsächlich auch zu deinem Haus. Wir haben dasselbe Haus benutzt, seht ihr, Freunde, und auch dasselbe Zimmer. Das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Wir gehen jetzt ins Haus und ich bin gespannt, wie es aussehen wird. Guck gleich mal, stopp. Und es ist hier gleich ganz andere Stimmung. Ich habe alles dunkel gemacht. Ja, krass. Ich sehe schon, guck mal, er sitzt sogar schon drauf. DK hat ja das Motto Vampir gehabt und Vampir ist echt schwierig. Man sieht richtig, der Junge hat richtig um sein Leben geschwitzt. Er hat so einen krassen Totenkopf. Nee, das ist ein Dinosaurierkopf, ist das, glaube ich, ne? Als bei deinem Thron. So ein Thron, genau. Ja, richtig krass mit dem Accessoire, also mit dem Dino-Kopf noch gemacht. Ja, der Teppich ist richtig cool in Rot. So, du siehst auch tatsächlich... Diese Kerzenlichtständer, die sind auch richtig krass. Und ey, ich bin immer fasziniert, dass DK Adopt mir eigentlich nicht kennt und so krass bauen kann. Ist schon heftig, finde ich persönlich. Aber genau, ich schaue mich jetzt hier um. Genau, der Tisch und finde ich auch ganz cool, weil ein Vampir ist ja auch meistens belesen oder intelligent. Und ich finde so ein Vampir, also ich kenne von den ganzen Serien, dass so das Vampire immer viel lesen. Und ja, ich finde das eigentlich ganz cool, dass du da so einen Steintisch gemacht hast. Ja, guck mal. Das sieht schon schick aus, Freunde. Das sieht richtig schick aus. Hm. Hier drüben, ganz klassisch, eine Fledermaus. Nee, das ist eine Drache. Aber sieht aus wie eine Fledermaus, oder? Ja, ich dachte auch eigentlich, dass es eine Fledermaus ist. Ah, das sieht aus wie eine Drache-Statue. Stimmt. Ja, und hier so eine Experimentierbox. Ja, ist cool. Denn die Vampire haben ja genug Zeit zum Forschen. Ne? Hier drüben Vampirbett, ganz klassisch. Unten Totenköpfe. Ja, daneben sind die Bücher. Finde ich ein cooles Detail, weil die lesen ja viel, haben ja sehr viel Zeit. Genau, dann lesen die sehr viel und das Vampirbett ist auch gemütlich, habe ich festgestellt. Also ist schon ganz cool geworden. Guck mal, Fackeln sind auch da. Also DK, du hast es schön düster gemacht und du hast den Vampir-Look schon getroffen tatsächlich. Das ist eine gute Stimmung, ne? Gute Vampir-Stimmung. Ich glaube, ich habe dir hier noch den Tipp gegeben tatsächlich, dass du vielleicht einen anderen Teppich benutzt. Ja, einen eleganteren. Genau, einen eleganteren. Warte, ich zeige euch den... Oh nee, warte, ich glaube... Ja, ich teleportiere mich gerade jetzt auch gerade nach Hause. Ich glaube, ich zeige dir nochmal den Tipp mit dem Teppich, das ich ihm vorgeschlagen habe, dass ich diesen Teppich hier holt. Schaut mal, Freunde, ich glaube, das ist so ein königlicher Teppich. Also nicht königlich, aber so ein... Doch, königlicher Läufer, genau, königlicher Läufer. Ich hätte den einfach ganz schlicht gelassen mit den gelben Streifen an den Seiten, weil ich finde, das sieht richtig cool aus. Und ich glaube, du hast es doch dann umgesetzt, ne? Warte mal. Ja, Freunde, ihr seht, ich muss wieder verkaufen. Ich muss gucken, wo mein Geld bleibt, ne? So, wir gehen mal zu DK. Und ja, er hat es auch gemacht. Ja, sieht tausendmal besser aus, oder? Sag ehrlich. Ja. Sieht schon tausendmal besser aus. Schon, egal, Freunde. Ja. Freunde, das war's mit dem Video tatsächlich. Beim nächsten Mal versuchen wir darauf zu achten, dass wir das Mikrofon anhaben. Aber wie hat euch diese Version gefallen? Warte mal, meine Aufnahme. Na, Junge, ich schwöre. Ich hatte gerade wirklich Herzklopfen. Und ich dachte mir so, nein, bitte nicht. Oh.
Freunde, beim nächsten Mal versucht DK darauf zu achten, dass er die Aufnahme macht. Aber schreibt mal in die Kommentare, wie ihr dieses Speed-Building auch fandet. Weil ich finde es eigentlich auch ganz cool, einfach laute Musik zu haben und euch das einfach anzugucken auf doppelter Geschwindigkeit. Ansonsten würde ich sagen, kommentieren, Glocke aktivieren und die Sonne ist beim nächsten Mal. Ganz genau. Ciao. Tschüss.